لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد مگ الله سبحانه وتعالى von uns allen annehmen und mag Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas geben, dass diese Tat, die wir hier durchführen und praktizieren, dass das für Allah subhanahu wa ta'ala rein wird und dass Allah subhanahu wa ta'ala von uns annimmt. Barakallahu fikum, jazakum Allah khairan. Ich möchte nicht viel wiederholen, was wir alle wissen und wie unsere Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt leiden. Und das ist eine Sache, die jeder kennt. Schaut mal in Richtung Tschetschenien oder in Richtung Afghanistan oder in Richtung Irak oder in Richtung Somalia oder vielleicht Syrien oder Jemen oder Libyen oder Ägypten. In allen Ländern siehst du, dass die Muslime leiden und dass sie natürlich eine schwere Situation haben. Und wir sind hier, wir leben in Sicherheit. Wir haben soziale Sicherheit und wir können uns leisten alles, fast alles, was wir wollen, während andere von unseren Muslimen überhaupt nichts haben. Manche haben kein Haus, manche haben nichts zum Essen, nichts zum Trinken und wir müssen, barakallahu fikum, unsere Verantwortung hier nehmen und wir müssen etwas dafür leisten, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat, dass wir unsere Geschwister, dass wir unseren Geschwistern helfen, wenn wir diese Hilfe, wenn die diese Hilfe brauchen und wenn wir diese Hilfe leisten können. Deshalb, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Brüder und Schwestern im Islam gemacht und wir müssen diese Bedeutung, dass wir Brüder und Schwestern sind, wir müssen das richtig natürlich praktizieren in unserem Leben. Das geht nicht um Wörter, das geht nicht um Wörter und dass wir, barakallahu fikum, Vorträge halten. Das geht um die praktische, um die praktischen Handlungen, die wir durchführen, damit wir bestätigen, dass wir einen Körper bilden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kamathali al-jasad al-wahid idha ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'iru al-jasad" Bissahari wal humma. Das bedeutet, das Gleichnis von den Gläubigen mit ihrer Liebe zueinander, mit ihrer Unterstützung zueinander, mit ihrer Barmherzigkeit zueinander, das ist das Gleichnis wie ein Körper. Wenn ein Teil dieses Körpers schmerzt, dann schmerzt der ganze Körper. Und das müssen wir heute, barakallahu fikum, beweisen, indem wir etwas für unsere Muslime leisten. Ich meine, eigentlich, man hat sich gewünscht, dass die Zahl auch nicht diese Zahl ist, sondern dass die Zahl mehr sein wird als dies. Aber leider, einige Muslime vielleicht finden ein Fußballspiel besser, als dass sie für ihre Brüder und Schwestern was tun. Oder andere, die sind bereit für unnötige Dinge Geld zu geben, aber für ihre Brüder und Schwestern sind sie nicht bereit und das ist Katastrophe. Weil die Person, die etwas für den Islam machen will und diese Person leistet nichts, das ist gleich wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat: Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erklärt, dass einige Leute viel reden, aber sie praktizieren nicht, was sie sagen und was sie reden. Aber wir Muslime, wir haben den Islam verstanden, dass wir mit Wissen unsere Religion praktizieren und wenn wir das machen, dann werden wir die Rangstufen des Paradieses haben und bekommen. Aber wenn wir das nicht machen, dann ist das katastrophal. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und wenn du in einer Situation einem Muslim helfen kannst, natürlich im Guten, und du leistest keine Hilfe, dann wirst du in einer Situation stecken,
Du brauchst die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wird dir nicht helfen, weil du dem Muslim nicht geholfen hast. Und wenn ein Muslim zu essen braucht oder zu trinken will und du kannst ihm das geben und du machst das nicht, am letzten Tag wird Allah subhanahu wa ta'ala zu dir sagen, mein Diener, ich wollte essen, du hast mir nicht gespeist. Der Diener sagt, oh Allah, du bist der Herr aller Welten und du brauchst nicht zum Essen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, mein Diener so und so wollte von dir Essen haben oder wollte Speise haben und du hast das nicht gemacht. Deshalb, wenn wir dieses Hadith betrachten, dann müssen wir, liebe Brüder und Schwestern, etwas verstehen, dass unsere Aufgabe nicht nur das Gebet ist oder nicht nur, dass wir in den Moscheen sitzen, dass wir Koran lesen oder dass wir nur Religion lernen, sondern wir müssen auch aktiv sein, mindestens in so eine humanitäre Situation, was unsere Brüder und Schwestern dort in Somalia, was ihre Situation anbetrifft und wie sie leiden. Da könnte man sagen, ja, schaut mal auch, es gibt andere Länder, man hat für diese Länder das nicht gemacht, was man heute für Somalia macht. Dann sage ich, Barakallahu fikum, damit man das versteht. Wir sind unserer Lage, die Muslime, wir sind alle Geschwister, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und diese Geschwister, als sie, ob sie einen Vater hätten. Und der Vater, wenn er viele Kinder hat, der kümmert sich um seine ganzen Kinder. Aber wenn ein Kind krank ist, dann bekommt er in dieser Zeit mehr Zeit von dem Vater und von der Mutter. Und das ist die Lage, was wir hier haben. Wir kümmern uns um unsere Brüder und Schwestern überall. Aber jetzt haben wir eine Situation, dass mehr als 700.000 Menschen, dass sie eventuell sterben könnten und hungern könnten, wenn wir ihnen nicht helfen. Bald wird Regenzeit in Somalia sein. Und die Leute werden nicht mehr laufen können zu bestimmten Stellen, dass sie Essen bekommen und dass sie was zum Trinken bekommen. Und wenn wir das wissen, dass 700.000 von unseren Muslimen, von unseren Brüdern und Schwestern eventuell sterben werden und wir können vielleicht etwas leisten und wir machen das nicht, seid sicher. Wir werden eines Tages die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala brauchen und Allah subhanahu wa ta'ala wird uns nicht mehr helfen. Deshalb, die Sache ist nicht Spaß und die Sache ist nicht, barakallahu fikum, ein Wort, was man sagt, sondern wir müssen heute bestätigen, dass wir diesen Iman haben und dass wir durch unsere Spenden für Allah subhanahu wa ta'ala bestätigen, dass wir Gläubige sind, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, was-sadaqatu burhan. وَالصَّدَقَةُ بُرْهَان. Die Spende ist ein Beweis. Das beweist dein Glauben. Warum beweist das dein Glauben? Weil du durch diese Spende, du hast hier, was du von Gier in deinem Herzen hast oder von Geiz in deinem Herzen hast, du hast es weggeschafft, weil du an Allah subhanahu wa ta'ala richtig glaubst und deshalb gibst du für Allah subhanahu wa ta'ala. Du bestätigst, dass du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir Rizq gibt. Und deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, min sadaqa. Das bedeutet, wenn du Spende gibst, dann wird dein Vermögen nicht weniger, sondern das ist dein Vermögen. Das ist dein Vermögen, was du in diesem Leben gespendet hast. Was du hinterlassen wirst, nachdem du stirbst, die werden die Leute, die deine Erbe bekommen und nicht mehr du. Deshalb sagte der Prophet أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا لا أحد يا رسول الله قال ما أنفقتم فهو لكم وما تركتم فهو لورثتكم. Gibt es jemanden, der das Vermögen von seinen Erbenden mehr mag als sein eigenes? Da hat man gesagt, keiner. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, was ihr gespendet habt, das ist euer Vermögen. Und was ihr hinterlassen habt, dann werden ihr eure Erbenden das bekommen. Deshalb die Sahaba, Radwanullahi alaihim, als sie dies verstanden haben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen erzählt, dass Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat.
ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Werdet die Tugendhaftigkeit nicht bekommen, solange ihr nicht davon spendet, von dem, was ihr mögt. Als Abu Talha, Radwanullah alayhi, das hörte, dann kam Abu Talha und er hat gesagt: O Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich habe gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah herabgesandt hat. Und ich habe einen Brunnen, Biha hieß das. Ich habe diesen Brunnen und das ist das geschätzte Vermögen, was ich habe. Und ich spende das für Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm: Lieber, dass du das für deine Familie als Waqf, das wird hinterlässt. Dann sagte: Okay, ich mache, was du mir sagst, O Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ging mal auf Minbar. Und das war die Zeit von Tabuk. Von Tabuk, die Römer wollten die Muslime angreifen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat die Leute aufgerufen, dass sie spenden für Jaysh al-Usra. Hieß das für die Armee von al-Usra, weil die Lage, das war sehr schwer für die Muslime. Finanziell und auch vom Wetter her. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Spendet für Allah, spendet für Allah. Dann hat Uthman gesagt: 100 Kamele mit allem, was sie haben von mir. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nochmal gesagt: Spendet für Allah, spendet für Allah. Dann hat Uthman nochmal gesagt: 100 Kamele. Dann nochmal 100 Kamele bis 1000 Kamele. 1000 Kamele, das bedeutet wie 1000 LKWs. Voll für Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: Was wird Uthman nach dieser Tat schaden? Was würde ihm schaden, nachdem er alles gegeben hat für Allah subhanahu wa ta'ala? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat einmal gesagt: Wer seinen Bruder diese Palme, es gab ein Problem zwischen zwei Leuten wegen einer Palme. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam: Wer diese Palme, wer seinem Bruder diese Palme gibt oder kauft und ihm gibt, der wird ins Paradies kommen. Abu Dahdah, Radwanullahi alayhi, hat das gehört. Er hat das gehört. Er ging sofort zu diesem Mann. Er hat ihm gesagt: Schau mal, ich habe ein Gartenstück neben dir. Ich gebe dir den Gartenstück und du verkaufst mir diese Palme. Der Mann hat akzeptiert. Dann ging Abu Dahdah zum Propheten und er hat ihm gesagt: Diese Palme gebe ich für Allah subhanahu wa ta'ala für meinen Bruder. Dann ging Abu Dahdah zu seiner Frau und sie waren in diesem Garten. Der hat ihr gesagt: Komm raus, komm raus. Dann hat sie gesagt: Was hast du gemacht? Er hat gesagt: Ich habe diese Palme gekauft und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass man dadurch das Paradies bekommen hat. Da hat sie gesagt: Bachen. Du hast sehr gut gemacht. Er hat ihm nicht gesagt: Du lässt uns ohne Essen, ohne Trinken, wir geben unser Gartenstück, weil sie verstanden haben. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Die besten Palmen des Paradieses werden für Abu Dahdah im Paradies sein. Deshalb barakallahu fikum, jazakallahu khairan, wenn man sowas hört, wie die Sahaba waren, Radwanullahi alayhim, und wie sie gespendet haben für Allah subhanahu wa ta'ala, wirklich, da bekommt man da schämt man sich. Da schämt man sich, dass man alles hier sich leisten kann und dass seine Brüder und seine Schwestern, dass sie leiden und er macht für sie gar nicht. So, barakallahu fikum. Die Situation ist sehr schwer. Unsere Situation, Muslime, ist sehr schwer. Ob hier in diesem Land, aber mindestens hier, kannst du noch beten und kannst du noch deine Religion offensichtlich noch praktizieren, aber in anderen Ländern, die können das nicht machen. Und wir Muslime, barakallahu fikum, wir sind eine Einheit. Und wir bilden diese Einheit, alhamdulillah, rabbil alamin, und wir werden so bleiben, egal was passieren wird, weil wir am Ende verstanden haben, es gibt Paradies oder Hölle und wir möchten ins Paradies und wir haben auch verstanden, dass wir geprüft werden, dass wir in diesem Leben geprüft werden. Und schaut mal, eure Brüder und Schwestern, in manchen Ländern, die werden getötet, in den anderen, die werden geschlachtet, nicht weil sie was Schlimmes getan haben, einige, die wollen ihre Freiheit,
und deshalb werden sie getötet. Die anderen, die wollen als Menschen anerkannt werden. Die wollen als normale Leute in diesem Leben leben und trotzdem, sie dürfen dieses Recht nicht bekommen. Die anderen, die wollen ein bisschen Würde, dass sie diese Ehre im Leben bekommen und sie schaffen das nicht, weil diese Tyrannen und weil diese wal'iyadu billah tawagit, die lassen die Muslime nicht weiter und die wollen nicht, dass die Muslime ihre Würde und ihre Ehre hier verteidigen in diesem Leben. Und wenn wir diese Situation sehen, barakallahu fikum, dann müssen wir etwas dafür tun. Und das fängt nicht nur bei den anderen, sondern du musst bei dir anfangen. Und das ist meine Nasiha. Die erste Nasiha ist, dass du und dass ich und dass wir alle bei uns selber anfangen. Und dass wir uns ein Ziel einsetzen, dass wir unser Ziel kennen. Was wollen wir in diesem Leben? Und was werden wir mit uns von diesem Leben, was werden wir mit uns nehmen? Und wie sollten wir in diesem Leben praktizieren oder wie sollten wir in diesem Leben leben? Einige, vielleicht die wollen nur das Leben genießen und sie denken, wenn sie feiern und wenn sie zu Partys gehen und wenn sie natürlich die ganze Zeit diesen natürlich, sage ich jetzt, unwahren Genuss genießen, was sie im Leben haben, da denken sie, das haben sie etwas geschafft. Und diese Leute entweder schlafen oder sie haben nicht verstanden, dass wir in diesem Leben kurz leben werden. Und dann werden wir sterben. Und vor Allah subhanahu wa ta'ala werden wir stehen. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns nach unseren Taten, nach unseren Handlungen fragen. Andere Leute, die haben ein Ziel in diesem Leben, dass sie wal'iyadu billah nur Schlimmes tun. Und dass sie nur das Schlechte verbreiten. Und das sind nicht die Muslime, alhamdulillah rabbil alamin. Aber unter Muslimen gibt es viele Leute auch, die ihre Religion richtig praktizieren wollen und richtig lernen wollen. Und sie wollen etwas für den Islam leisten und sie wollen die Sorge für die Muslime tragen. Die wollen keine Sorge für die Muslime werden. Entweder trägst du die Sorge für deine Religion, wie du den Islam praktizierst und wie du zum Islam aufrufst, oder du bist eine Sorge für die Muslime, weil die Muslime sich immer für dich entschuldigen wollen, was du von schlechten und Misstaten gemacht hast. Deshalb, barakallahu fikum, jeder von uns muss bei sich selber anfangen. Und das ist eine Möglichkeit, dass du für dich selber beweist, ob du wirklich bereit bist, für deine Brüder und deine Schwester, für Allah subhanahu wa ta'ala was zu leisten. Und das ist Geld. Und Geld sollte bei einem Muslim das Letzte sein, weil der Muslim weiß, Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns Rizq. Rizq bekommen wir von Allah subhanahu wa ta'ala. Unser Lebensunterhalt bekommen wir von Allah subhanahu wa ta'ala. Es kann sein, dass die Lage schwierig wird. Und es kann sein, dass du eine schwere Lage bekommst. Aber sei sicher, das ist eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraust, wenn du auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraust und wenn du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest und wenn du Geduld zeigst, dann wird dein Rangstufe im Paradies insha'Allah mehr sein und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir auch immer im Leben eine Möglichkeit geben, dass du was Gutes bekommst. Aber du brauchst nur ein bisschen Geduld. Du brauchst ein bisschen Geduld und ein bisschen Standhaftigkeit in diesem Zusammenhang. Ich möchte nicht lang reden. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Und ich denke, wir Muslime, barakallahu fikum, ich meine, 20 Minuten sind genug, gut. 40 habe ich? Ja, das ist viel. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Du kannst durch diese Aktion, dass du unsere Brüder und Schwestern unterstützt, du kannst belegen und beweisen, dass du für deine Nation auch da bist. Da könnte man sagen, ja, was macht, wenn ich nur wenig gebe? Gib das für Allah subhanahu wa ta'ala und du weißt nicht, wie die Lage sein wird. Schau mal, Achi barakallahu fik, und auch die Schwestern. Ein Mann war auf dem Weg und er hat einen Ast gesehen. Dieser Ast hat die Leute gestört, wenn sie laufen und gehen. Dieser Mann hat diesen Ast beide Seiten getan und er war dankbar. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Person verziehen.
und ins Paradies gebracht. Wegen dieser Kleinigkeit, was er gemacht hat, aber passt auf die Nia. Die Nia war, dass die Leute keinen Schaden bekommen. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Person verziehen und ins Paradies gebracht. Und jetzt, wenn du etwas gibst, vielleicht 1 Euro für Allah subhanahu wa ta'ala, oder 10 Euro, oder 100 Euro, oder 500 Euro, wenn du das für deine Brüder und Schwestern in Somalia machst, und auch für die anderen, inshallah, dann könnte das sein, dass das deine Rettung vor der Hölle sein. Und du weißt nicht, wie das bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du für ihn eine Spende, wenn du für Allah subhanahu wa ta'ala eine Spende gibst, dann Allah subhanahu wa ta'ala lässt das wachsen und wachsen, dass du Berge von Hasanat bekommst. Deshalb sollte man nicht sagen, na, das ist wenig und so weiter, sondern gib für Allah subhanahu wa ta'ala und spende für Allah subhanahu wa ta'ala in so einer Situation. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Brüder und Schwestern in Somalia retten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Muslime überall retten und festigen auf dem wahren Weg der Religion. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen. Wenn ich Gutes gesagt habe, dann durch Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich Falsches oder Schlechtes gesagt habe, dann von mir und von Shaitan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Salli lahum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.